Ja, Lukas Koschek, der Grand Prix 2013 ist fast vorbei. Ihr wart eines von zwei ganz starken Teams in diesem Sommer. Du hast unglaublich viele gute Nachwuchsleute. Zunächst, wie sieht ein Fazit von dir für den Sommer aus und was erwartet ihr jetzt für den Winter mit eurer Mannschaft? Ja, eigentlich warten wir auf Winter. Das ist der erste Punkt, weil das ist schon nicht so lange Zeit. Jetzt, wir sind bei den letzten Stationen von Sommer Grand Prix. Unser Sommer war sehr gut, sehr viele gute Erfolge. Im Prinzip von der junge Mannschaft. Die besten Leute haben mehr Freizeit bekommen, mehr trainiert, aber die haben sehr gute Unterstützung von den Jungs bekommen und eigentlich bei mir der Wettkampf, zu welchem wir sind gefahren, gestartet, das war bei uns ein super Wettkampf. Jetzt haben wir einen ganz spannenden Winter vor uns. Wir haben Olympia, wir haben Weltcup, wir haben die Vierschanzentournee. Wie sieht denn aus deiner persönlichen Sicht eine Gewichtung aus? Was ist wichtig und was ist nicht so wichtig im Laufe des kommenden Winters? Ich werde immer sagen, dass jeder Wettkampf ist gleich wichtig, weil darf man nicht auf einen Wettkampf rechnen und denken, okay, dort werde ich super gut sein. Sicher ein Hochpunkt von dieser Saison sind Olympische Winterspiele in Sochi und ich denke, dass jeder Athlet wartet auf diesen Termin. Aber wir können nicht vergessen, die anderen Wettkämpfe, welche bei uns zu Hause sind, Zakopane und Wisla, Vierschanzentournee ist auch sicher wichtig. Jo, eigentlich jeder Wettkampf, zu welchem fahren, für diese haben wir gleiche Einstellungen. Aber man muss natürlich sagen, so eine olympische Teammedaille, ihr habt ja in Italien schon eine Weltmeisterschaftsmedaille mit der Mannschaft gewonnen, die wäre super und du gehörst mit dieser Mannschaft ganz zweifellos zu den Favoriten in Sochi. Jo, danke. Bis Sochi ist noch viel Zeit. Sicher eine olympische Medaille, das ist ein großer Traum von jeder Athlet, aber auch von unserer Nation, weil wir warten auf das schon lange Zeit. Also gut. Vielen Dank und alles Gute hier noch und dann sehen wir uns im Winter wieder. Dankeschön. Bitte sehr. 2013, letztes Jahr.